liegt eine Wildnis mit ursprünglichem Miombo-Wald und Buschland. Der perfekte Lebensraum für unzählige Arten von Präriewild. Und, viel wichtiger für diesen Film, der perfekte Lebensraum für ein wundervolles Rudel von Miombo-Löwen. Mit dem drastischen Niedergang der afrikanischen Löwenpopulation in den letzten zwei Jahrzehnten wird es selbst in Wildschutzgebieten wie diesem schwierig, den bedeutsamen Löwenbestand zu erhalten. Simbabwe hat glücklicherweise noch eine gesunde Anzahl von Löwen, die Touristen aus aller Welt anziehen. Was wäre schließlich eine richtige Safari ohne Afrikas besten Jäger? Aber wie lange wird dies noch möglich sein? Dieser Film zeigt die komplexen sozialen Strukturen und die einmaligen Charaktere in diesem einzigartigen Rudel. Zeit, den Anführer dieses großartigen Rudels kennenzulernen. Taguta, das heißt der Vollkommene. Sein Auftreten mag großspurig erscheinen, aber er wird von allen Rudelmitgliedern geliebt und verehrt. Mit seinen guten Genen wird er für wunderbare Löwen mit einer vielversprechenden Zukunft sorgen. Aus der Verbindung seiner großartigen Gene mit denen eines der gesunden Weibchen ging ein anderes wundervolles Weibchen hervor. Sie ist jetzt über 2 Jahre alt und heißt Ziza, das heißt die Lernende, weil sie so viel in sehr kurzer Zeit gelernt hat. Sie entwickelt sich gerade zu einer großartigen, gerissenen Jägerin. Was wird die Zukunft für dieses ausgewogene Rudel bereithalten? Und was können wir aus unseren ausführlichen Beobachtungen lernen? Unsere Story beginnt jetzt. Etwas Besonderes geht an diesem herrlichen Morgen in Afrika vor. Wir haben ein neues weibliches Löwenkind entdeckt, das von seiner Mutter gerade aus dem Bau gebracht wird. Einige Minuten später noch mehr gute Nachrichten. Sie bringt ein zweites weibliches Baby heraus. Diese wunderschönen Löwenkinder bleiben in der Nähe des Baus, bis sie ihre Augen öffnen. Erst danach führt ihre Mutter sie zum Rest des Rudels. Für diesen Film nennen wir die Kleinen Simuza, das heißt die Laufende, und Seka, das heißt die Lachende. Erst vor einem Monat wurden im Rudel ein männliches und ein weibliches Löwenbaby geboren. Die beiden werden gleich zum ersten Mal die übrigen Rudelmitglieder treffen. Das Weibchen, Tarisa, das heißt die Sehende, bahnt sich vertrauensvoll seinen Weg durch das hohe Gras, während das Männchen, Tamba, das heißt der Spielende, von seinem riesigen Vater Taguta angezogen wird. Big Dad zeigt erstaunlich viel Zuneigung und mit Recht, als er seinen möglichen Erben stolz begutachtet. Während der nächsten Monate werden sich die Jungtiere aufs Überleben konzentrieren und nahe bei ihrer Mutter bleiben. Koste es, was es wolle. Das Säugen ist eine schmerzhafte Prozedur für die Mutter, aber ihr Mutterinstinkt lässt sie die Pein ertragen. Glücklicherweise gibt es jedoch auch Erholungspausen, wenn die Kleinen sich ausruhen oder spielen.
Einen Monat später ist es Zeit für Seka und Simuza, den geschützten Bau zu verlassen. Ihre Mutter bringt sie zum Rudel, wo sie ihre Tanten und Cousins treffen. Die Löwenkinder nutzen sofort die Gelegenheit und gehen zu der anderen säugenden Mutter, was bei Löwen nichts Ungewöhnliches ist. Widerstrebend lässt die andere Löwin sie gewähren und bald herrscht wieder Friede. Die beiden weiblichen Löwenbabys müssen nun unbedingt Tagutas Gemüt testen, wobei seine Mähne die Hauptattraktion ist. Er lässt sie für kurze Zeit gewähren, aber Ruhe und Frieden sind ihm wohl gerade wichtiger. Die nächsten paar Wochen geht das Rudel seinen täglichen Aktivitäten nach. Gelegentliche Jagden, dazwischen lange Zeit träges Herumliegen. Aber plötzlich liegt ein interessanter Geruch in der Luft und sie hören ein vertrautes Geräusch. Eine ganze Herde Gnus zieht heran. Links außen kauert sich Dziza, das erstgeborene Weibchen, ganz tief ins Gras, ebenso wie der Rest des Rudels. Im richtigen Moment macht Dziza die erste Bewegung und die Jagd ist eröffnet. Diese Löwen haben das bei Hunderten von Gelegenheiten in den letzten Jahren praktiziert. Ihre Gruppenleistung beweist, dass das Rudel ein ernstzunehmender Faktor ist. Für die vier Löwenkinder ist diese Erfahrung die erste von vielen Jagden, denen sie beiwohnen und von denen sie lernen. Im Alter von 2 und 3 Monaten festigt sich die Bindung zwischen den beiden beeindruckenden Paaren und sie genießen jede Entdeckungs- und Spielrunde. Sie versuchen weiterhin ihr Glück bei den Erwachsenen. Genau diese spielerischen Kämpfe härten sie ab und bereiten sie auf die Zukunft vor. Der kleine Tamba kennt genau die richtige Position, an der er gerade noch außerhalb der Reichweite von Big Daddys Zähnen ist, aber nahe genug, um eine Reaktion zu provozieren. Aber Tamba hat noch ein Ass im Ärmel. Seine possierliche Pose kann Tagutas Herz immer erweichen. Schon die Jungtiere wissen, wo es am meisten wehtut. Also, warum es nicht mal an Mamas Nase versuchen? Es gehört zu ihren natürlichen Instinkten, sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen. Und dies ist eine nützliche Übung für ihr späteres Leben, wenn sie sich in verschiedenen Situationen verteidigen müssen. Im Alter von 5 und 6 Monaten ist die Bindung zwischen den Jungtieren bestens. Sie werden immer noch von ihrer Mutter gesäugt, aber Entdeckungstouren stehen bei ihnen nun hoch im Kurs. Sie wagen sich inzwischen immer weiter vom Rudel weg, im Vertrauen auf die Gesellschaft der anderen beim Erforschen von neuen Sinneseindrücken, Geschmäckern und Gerüchen.
Taguta genießt die Momente sehr, wenn die Kinder sich herumtreiben. Der anhängliche Tamba ist immer noch Daddys kleiner Junge, aber selbst er wird gelegentlich ein wenig kühler begrüßt. Dennoch übt seine possierliche Pose immer noch ihren Reiz aus. Das jüngere Paar hat die Kunst des Geliebten, sich ins Gesicht schlagens, von den älteren Cousins gelernt und entwickelt große Geschicklichkeit beim täglichen Üben. Es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Jungtiers, wo der wahre Jagdinstinkt entfacht wird. Heute haben Impalas Tarisas Aufmerksamkeit erregt, während Tamba sich mit dem Beobachten begnügt. Es ist eine Freude, sie beim Heranpirschen zu beobachten. Dies wird die erste Pirsch von vielen späteren Jagdzügen sein. Das eng verbundene Rudel hat schon mehrere Tage lang nichts gefressen und braucht dringend Futter. Die Erfolgsrate beim Jagen bei Tageslicht ist sehr gering. Daher müssen sie den Sonnenuntergang abwarten, bevor sie auf Patrouille gehen. Im Schutz der Dunkelheit ist das Sehvermögen der Löwen außergewöhnlich gut. Und das Ziel ist klar. Diese Löwen sind Meister beim Anpirschen an ihre Beute. Und die Falle ist bereit. Es herrscht große Verwirrung. Und die Zebraherde teilt sich. Aber ein Tier macht einen fatalen Fehler in der Beurteilung der Lage. Tiere genießen den Geschmack von frischem Fleisch und Blut, als die Erwachsenen das Festmahl mit ihnen teilen. Aufgrund seiner großen Erfahrung weiß Taguta, dass die Geier ausschwärmen, sobald der Tag beginnt, sich aufzuheizen. Indem er den Kadaver unter einen Baum in den Schatten schleppt, bringt er ihn gleichzeitig außer Sichtweite der lästigen Aasfresser. Während des nächsten Jahres profitieren die Jungtiere von der Jagdbeute der Erwachsenen und setzen Gewicht und Muskeln an. Die jungen Löwen sind nun 20 Monate alt und wir nehmen die Geschichte der beiden Schwestern wieder auf, Seka und Simuza. Sie sind oft zu gemeinsamen Spaziergängen unterwegs, wobei sie Neues entdecken und neue Plätze erforschen.
Dieser Stausee ist einer ihrer Lieblingsplätze. Das Spielen mit Fröschen und Zerquetschen von Kaulquappen sind nur einige der Attraktionen im Angebot. Viel wichtiger sind die Beutetiere, die zum Trinken hierher kommen. Und das Schilfrohr bietet perfekte Tarnung. Seka sichtet einen Wasserbock auf der anderen Seite. Ihre Absicht ist klar, als sie vorwärts waten. Es gibt keine Krokodile in diesem See. Ihr angeborener Instinkt lässt sie jedoch vorsichtig vorgehen. Ihr praktischer Sinn veranlasst sie dann jedoch, um den See herumzulaufen. Aber unterwegs zieht etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ohne die Rückendeckung ihrer Cousins und des restlichen Rudels sind Strategie und Vorsicht die besten Optionen. Diese Herde von Zebra-Junggesellen sieht junge Löwen nicht als eine Bedrohung an und zieht es daher vor, ihre Stellung zu behaupten und zu verteidigen, anstatt zu fliehen. Mit unermüdlicher Geduld heften sich die Schwestern den ganzen Tag lang an die Fersen der Hengste und warten auf einen Augenblick der Schwäche oder vielleicht einen Mangel an Konzentration. Wir wissen von Zebras, dass sie Löwen mit gezielten Tritten den Kiefer brechen können. Der genaue Zeitpunkt und die Position sind daher entscheidend. Als die Zebras in dichtere Vegetation und höheres Gras weiterziehen, pirschen sich die Schwestern unter Ausnutzung jeder sich bietenden Deckung näher heran. Wird sich ihre Geduld auszahlen? Die Zebras verlassen klugerweise das hohe Gras, um die Bedrohung sehen zu können. Aber die jungen Löwinnen geben nicht so schnell auf. Simuza stellt sich dem Hengst entgegen, während Seka sich auf die rechte Seite schlägt. Dieser starke Hengst steht in Verdacht, in der Vergangenheit die Nase eines Löwen eingetreten zu haben. Die Schwestern müssen also in Alarmbereitschaft bleiben. Wie lange kann das wohl noch so weitergehen?
Jetzt, ganz ohne Deckung, geht das Spiel weiter. Und die Zebras sind immer noch die klaren Gewinner. Als die Nerven aller zum Zerreißen gespannt sind, ziehen es sowohl die Hengste als auch die Belagerer vor, sich zurückzuziehen, bevor fatale Fehler gemacht werden. Tamba und Tarisa lieben es ebenfalls, auf Erkundung zu gehen und das Buschland gemeinsam zu inspizieren. Verlockende Mahlzeiten ziehen vorüber. Aber Jagden bei Tageslicht sind selten von Erfolg gekrönt. Daher müssen sie auf die Dunkelheit warten, um ihre Erfolgsaussichten zu verbessern. Als die letzten Lichtstrahlen schwinden, tun sich alle vier Cousins zusammen, ohne die Erwachsenen, und machen sich auf, um ihre Möglichkeiten auszuloten. Der Vollmond ermöglicht es dem Impala, die drohende Gefahr zu erkennen. Ein riesiger Nachteil für die Löwen. Aber wenn vier Raubkatzen sich anschleichen, haben sie vielleicht doch Glück. Seka entdeckt eine Herde junger Impalas. Und Simuza hat sie ebenfalls im Blick. Mit unglaublicher Schleue und Geduld pirscht sich Tarisa an das wachsame Impala heran und macht sich bereit zum perfekten Angriff. Schließlich hat sie Erfolg. Dieser Meilenstein dokumentiert Tarisas erste erlegte Jagdbeute. Damit steigt sie in der Rangordnung vom Löwenkind zum Killer auf und wird somit zu einer Löwin fürs Leben. Inzwischen sind die Jungtiere 28 Monate alt. Tamba und Tarisa entwickeln sich zu eindrucksvollen Raubkatzen. Tambas Mähne wird immer ausgeprägter. Und da er Tagutas Gene geerbt hat, wird sie in den kommenden Jahren zu majestätischer Pracht wachsen. Die jungen Löwen haben ihren spielerischen Geist nicht verloren. Und diese verbindenden Augenblicke werden dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft durch dick und dünn gehen. Es gibt etwas in der Konstitution eines Löwen, das unsere Aufmerksamkeit und Bewunderung auf sich zieht. Sind es die genau definierten Muskeln oder die anmutig perfekte Bewegung? Oder ist es vielleicht der Ruf, Afrikas wildester und gefürchtetster Räuber zu sein? Was auch immer unsere Vorstellungskraft gefangen nimmt,
Der Bestand dieser seltenen Tierart verringert sich erschreckend schnell. Was wäre dieses Land ohne diese bedeutsamen Wildtiere? Sie definieren die Landschaft, die dadurch ihren Namen verdient. Wildes Afrika. Die beiden Schwestern Simuza und Seka entwickeln sich ebenfalls zu Superkatzen und bleiben sehr lebhaft. Sie trennen sich oft vom Rudel und gehen auf Erkundung. Am liebsten klettern sie auf Bäume. Sie verpassen keine Gelegenheit, hoch hinaufzukommen und die Umgebung zu überblicken. Es ist jetzt Winter und das Rudel gedeiht weiterhin gut. Sie genießen die kühleren Stunden und nutzen sie für Patrouillengänge. Die jungen Löwen sind nun 30 und 31 Monate alt und die Dynamik im Rudel ändert sich langsam. Tamba ist jetzt nicht mehr Daddys kleiner Junge. Und Taguta wehrt alle Arten von Liebesbeweisen ab. Sogar der süßen Seka zeigt er die kalte Schulter. Eine weitere Jagdnacht steht an, als die Schwestern im Baum unten am Boden eine Bewegung wahrnehmen. Simuza und Seka haben bisher noch kein Gnu erfolgreich zur Strecke gebracht. Aber dies könnte nun ihre Nacht werden. Die Schwestern machen alles richtig. Sie flankieren die Beute von beiden Seiten. Der Löwengeruch lässt die Herde in alle Richtungen durchgehen. Aber ein Gnu bleibt desorientiert und allein zurück. Simuza und Seka müssen die Gunst der Stunde nutzen. Plötzlich nimmt Seka mit Höchstgeschwindigkeit die Verfolgung auf, während Simuza unbemerkt von der Seite angreift. Sie reißt das Gnu zu Boden und als Seka hinzustößt, kommt der unvermeidliche Todesbiss. Niemand hatte diese Jungtiere gelehrt, auf die Kehle zu zielen. Das ist ganz einfach Instinktverhalten in bester Form.
Inzwischen sind die Jungtiere 2,5 Jahre alt. Tamba und Tarisa sind in ausgezeichneter gesundheitlicher Verfassung und voller Energie. Wir begleiten die beiden einen Tag lang auf einem ihrer Erkundungszüge. Ihre Cousins haben es vorgezogen, sich auszuruhen. Und diese beiden finden den passenden Baum, um eine kühlende Brise einzufangen und dabei die Aussicht zu genießen. Etwas hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Eine unerledigte Aufgabe. Der eindrucksvolle Hengst. Könnte das der finale Showdown werden, bei dem der Spieß umgedreht wird? Die Hengste haben offensichtlich bemerkt, dass die Löwen an Gewicht gewonnen haben, weil sie normalerweise ihr Revier verteidigen. Bei näherer Betrachtung ist jedoch aller Respekt verloren, als die Hengste langsamer werden, um sich den ungelegenen Quälgeistern zu stellen. Tamba und Tarisa warten auf ihre Zeit. Nun nach all dem Aufwand nicht aufgeben. Und vielleicht können sie einen der seltenen Konzentrationsfehler eines Zebras ausnutzen. Wie es aussieht, haben die Hengste volle Kontrolle über die Begegnung gewonnen. Und ihre Einschüchterungstaktiken zeigen bei den Löwen Wirkung. Es sind weniger die brutalen Bisse und Tritte, die wehtun, als das demütigende Gefühl der Niederlage. Ein weiterer typischer Morgen für die Löwen mit raubeinigen Rangeleien. Einige der Kopfschläge muten fast schon aggressiv an. Aber Löwen mögen diese spielerischen Kämpfe. Die Cousins können nicht widerstehen und stürzen sich in den Fluss, auf der Suche nach etwas zum Spielen. Dieses spielerische Ritual findet bald ein Ende, als die Löwen anfangen, in der Gegend umherzustreifen. Vielleicht auf der Suche nach möglicher Beute. Tamba hat seine schmerzhafte Begegnung mit dem Zebrahengst nicht vergessen. Und diese Impalas
stellen vielleicht einen leichteren Fang dar. Es sind zwei verschiedene Herden, die den Löwen mehrere Angriffsmöglichkeiten bieten. Die eine Herde wendet sich beim ersten Hinweis auf Gefahr von Simuza und Seka zur Flucht. Sie lassen die andere Herde verwirrt und angreifbar mit Tamba und Tarisa zurück. Beiden flankieren die Herde von beiden Seiten. Ein junges Impala am Rand scheint das Ziel zu sein. Es ist eine Taktik wie aus dem Lehrbuch. Und das orientierungslose Impala wird zum Opfer des Paares. Ein weiterer Meilenstein ist erreicht. Jetzt sind die jungen Löwen fast 3 Jahre alt und ihre Zukunft scheint gesichert, obwohl sie immer noch für die Mehrzahl der Jagdzüge auf die Erwachsenen angewiesen sind. Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie für die völlige Unabhängigkeit gerüstet sind. Das schwindende Licht ist die perfekte Zeit für das Rudel, um aktiv zu werden. Ihre letzte Mahlzeit liegt 5 Tage zurück. Das Abendessen ruft. Obwohl auch viele andere in Frage kämen, ergreifen die 4 Cousins die Initiative und führen die Jagd an. Etwas, das sonst die erwachsenen Weibchen tun. Hoffentlich wird ihr Enthusiasmus die Mission nicht gefährden. Tarisa geht in Deckung, als die nichtsahnenden Zebras näher kommen. Simuza und Seka pirschen sich auf der rechten Seite heran, um einen möglichen Fluchtweg abzuschneiden. Die Herde entdeckt die drohende Gefahr durch Tarisa und flieht nervös, genau auf die anderen lauernden Löwen zu. Tarisa pirscht sich nun an die Hauptherde heran, sodass die Hälfte von ihnen ihr Heil in der Flucht sucht, während der Rest orientierungslos zurückbleibt. Für Tarisa die perfekte Gelegenheit zum Angriff. Sie treibt die Tiere direkt in die tödlichen Klauen von Simuza. Wieder war es eine Jagd wie aus dem Lehrbuch. Und die Löwenkinder von vor 2 Jahren haben sich nun die neue Bezeichnung als Killer-Cousins verdient. Fast wie ein feierliches Symbol scheint das goldene Licht der Dämmerung auf 4 stolze Löwen. Zufrieden im Wissen um ihre Erfolge und ihren Aufstieg zu jungen Erwachsenen. Nun, da dieser Meilenstein erreicht ist, haben diese Löwen fürs Leben.
alle Erwartungen übertroffen und erzielen immer größere Erfolge auf dem Weg zur völligen Unabhängigkeit. Alles begann mit Tagutas wundervollen Genen, die Atamba vererbt hat. Der wird seinerseits das wertvolle Vermächtnis weitergeben. Wir haben sie auf eine wundervolle dreijährige Entdeckungsreise mitgenommen. Sie waren Zeuge der ersten Tage der Entwicklung und des Zusammenhalts, des einzigartigen Gefüges aus sozialer Bindung, spielerischem Geist und Kameradschaft, der ersten Fehlschläge bei ehrgeizigen Jagdzügen, ihrer anhaltenden Entschlossenheit und ihres täglichen Trainings, um ihre Beute zu bezwingen. All dies gipfelte in einem dramatischen Sieg und machte sie somit von Löwenkindern zu Löwen fürs Leben.